Freilich, es gibt nur hier bei dir Herz das gute Bier. Die Bier, die so schön prickeln in meinem Bauchnabel. Ja. Guten Tag. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu diesem unfassbar tollen Video. Wie ihr im Titel schon erkennen könnt, geht es heute um die Neuerscheinungen im Mai 2016. Und mir kommt es irgendwie so vor, die Neuerscheinung machen wir zwar nur einmal im Monat, aber trotzdem haben wir es jetzt schon viermal gemacht und es ist schon... Boah, das ist aber hart. Wir sind wir sind bald schon einem halben Jahr angekommen, musst du dir mal vorstellen. Ach Gott. Ich bin schon alt, ein alter Opa. Alles klar. Alles klar, ist irgendwie zu unserem Leitspruch geworden irgendwie. Alles klar. So, wir haben glaube ich so um die, soll ich mal zählen? 200 Bücher. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ja, 16, 18, 19. Wieso kommen wir noch 24! Mehr? Oder hast du meine Bücher auch in Tabs offen? Ach nee, stimmt. Wie so ein kleines Mädchen. Matchen. Alle okay. Und Matchler. Ja. Matchler. Wir haben das jetzt so aufgeteilt, dass, also zumindest bei der Neuerscheinung, dass das der Markus immer schneiden Hi. Wird. Weil Markus hat halt eine Technik entwickelt mit diesen drehenden Tintenklecksen oben, ne? Wo dann 1. April steht und ja, halt die Tag, also der Tag, wo es erscheint. Und da ich es wahrscheinlich nicht so hinkriegen werde, wie er sich das personifiziert hat, werden wir das so machen, dass er das jetzt irgendwann schneiden wird, damit das nicht so immer so komplett unterschiedlich ist. Aber ihr wisst also, ja, also jetzt beide. Habt ihr den Schuldigen, warum es immer 2 Millionen Teile gibt. Aber wir beide schneiden ja gleich gut, ne? Ja. Und welche Videos haben die meisten Klicks? Und im Kopf denkst du dir so, ja, du Arschloch. Da hab ich schon gesagt. Nein. Doch. Hä? Das Heads Talking hat viele Klicks, das hab ich geschnitten. Der Lesewort hat viele Klicks, das hab ich geschnitten. Top das. Die 20 Backen haben 16 Likes momentan. Ja. Money. Nein, also wir bekriegen uns das hier nicht mit Klicks oder so, ne? Also. Doch. Wir gucken nicht jeden Tag, jeden Abend weine ich sogar, weil wegen so tiefgehenden Beleidigungen. Deine Videos sind so scheiße, Markus. Hör auf zu schneiden, ich mach das jetzt. Okay, wir dürfen nicht herumschnacken, wir fangen jetzt einfach an mit dem 1. März. Und zwar kommt ein Buch raus, wo ich erstmal den zweiten Teil wieder anbaue. Erik hat da wieder so ein PC stehen, da haben wir uns jetzt wieder komplett alles organisiert. Also schauen wir manchmal da auf den Boden. Alles klar. Warte mal ganz kurz, das stört mich gerade. Meine Brille hat irgendeinen Beschmutzung. Ja, in der Zeit kann ich ja so ein bisschen rumfuchteln. Also, wieso ist das da immer noch? 2 Stunden später. Jetzt wisst ihr, warum die Neuerscheinungen so lang dauern. Oh Gott, ich hab mich verschluckt. Kommen wir nun zum ersten Buch. Und zwar, das Buch kommt schon am 1. Mai raus. Also ganz schnell. Und zwar geht es hierbei um einen zweiten Teil sammeln, um einen Folgeband. Und zwar, der zweite Band von Die Clans der Seeker. Die Nacht des Adlers heißt der zweite Teil. Und dazu sage ich natürlich jetzt nicht so viel, weil es halt der zweite Teil ist. Aber im ersten Teil geht es grob gesagt um eine Protagonistin namens Quinn. Und sie wird so ein Seeker. Und ein Seeker ist so ein ehrenvoller Kämpfer, der für die Schwächeren und Unterdrückten so sich einsetzt. Das zweite Buch kommt auch am 1. Mai raus und heißt, was manche schon hart hypen, Hardwired, verführt von Meredith White. Und da geht es um die Protagonistin Erika. Mein Blick. Die eine Präsentation gegenüber bei irgendeinem Unternehmen macht, wo dann auch so der Herr Black ist. Black ist übrigens ein sehr schöner Name, der überhaupt nicht oft in Büchern vorkommt. Damon Black. Und dieser Blake. Ach, Blake. Ich hab Blake. Black verstanden. Sorry. Herr Blake kommt auch in vielen Büchern vor. Nee, in Obsidian kommt auch vor, also in der Lachs. Geil. Und der hat diesen Vorschlag von der Erika sofort ausgeschlagen und das wollte sie sich nicht gefallen lassen und dann haben die sich im Bett gestritten. Nein, der erste Teil stimmt, das mit dem Bett stimmt nicht mehr, aber
Ich habe vom zweiten Teil den Inhalt des Verzeichnisses auch gelesen und ich muss leider euch sagen, das ist eine Shades of Grey Nachmache. Also vertraut nicht immer den Hype. Also wer Shades of Grey nicht mag, der wird dieses Buch auch nicht mögen. Nein. Ja, aber ihr könnt trotzdem mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das schon mal gelesen habt oder irgendwie schon mal Meinung. Also die Inhaltsverzeichnis gelesen. Ja, vielleicht haben welche das Rezensionsexemplar, Vorab-Exemplar bekommen. Wenn das Leute schon gelesen haben, oder es kann ja auch mal Leute gucken, die es erst Mitte Mai gucken, könnte auch sein. Nein! Also wenn ihr es schon gelesen habt, dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es fandet. Kommen wir direkt auch noch schon zum 2. Mai. Und zwar kommt da auch ein heiß ersehnter Folgeband raus. Und zwar von Jennifer Easter, Black Blade 2, das dunkle Herz der Magie. Ich wollte jetzt eigentlich so, tada, aber ich müsste dann hier das rausholen. Kann ich eigentlich machen. Das ist ein das erste Teil. Und im ersten Teil geht es um die Protagonistin namens Lila Merriweather. Das klingt irgendwie wieder so ein bisschen 0815. Komisch? Nein, nicht, so würde ich jetzt nicht sagen 0815, aber es kommt halt, ich habe das Gefühl, dass es dieses Merriweather oder Weather oder so, das irgendwie voll aber oft vorkommt. Ich habe ja auch schon mal Geschichten geschrieben und ich merke selbst, mit Namen, die man selbst gerne mag, und das sind dann meistens auch so typische Namen, fühlt man sich so wohl und schreibt es auch gerne. Ja, ja. Auf jeden Fall ist das, das ist unsere Protagonistin und sie ist ein weiblicher Robin Hood und hat aber auch geheime magische Talente, also sie sind wirklich geheim und was ist da noch alles so zu... Was sind die? Geheim. Ach wirklich? Secret. Secrecy. Alles klar. Secrecy. Und wenn ihr wissen wollt, wie das alles weitergeht, vom ersten Teil, ich habe den ersten Teil noch nicht gelesen, aber wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann guckt euch unbedingt den zweiten Teil an. Der sieht auch wieder schön aus und zwar ist er diesmal rot und hat Federn drauf. Und der erste ist ja grün und hat Blätter drauf. Also. Ja. So, das nächste Buch kommt auch am 2. Mai raus und heißt, ich muss lucken, fabelhaften Wünsche der Lani Howard von Alyssa Morton. Das ist gar nicht aufwendig, die ganze Serie rüber zu lucken. Ja, ich. Sei froh, dass ich mal schaffe, die Namen etwas richtiger auszusprechen. In diesem Buch geht es um die Protagonistin Lani, wer hat's gedacht? Und die sammelt seit ihrer Kindheit an so Kindheitswünsche in ein Marmeladenglas und will sie dann irgendwann ab einem bestimmten Punkt, wo ihr Leben nicht mehr so gut läuft, wirklich verwirklichen. Und das sieht man dann im Buch. Mich hat dieses Buch angemacht, weil... Alles klar. Weil der Schreibstil war angenehm, also ich konnte flüssig lesen. Allem in allem ist das Buch ein schönes Buch für zwischendurch bestimmt, was jetzt, glaube ich, aber eher nicht in die Jugendbuchrichtung geht. Kommen wir zum nächsten Buch, und zwar Sommergeister von Mary Rickert. Das hat mich erstmal, also ich muss ganz ehrlich gestehen, wenn ich dieses Cover angucke und auch sehe, dass es vom Piper Verlag ist, dann denke ich natürlich erstmal, dass es so ein Romanzen-New Adult Buch ist, weil es ist ja, Piper ist so ein Verlag mit Romanzen. Das Cover geht aber. Ja, aber hier geht es um die Protagonistin Bay Singer, sie ist 15 Jahre alt und es kommt das Gerücht auf, dass ihre Mutter eine Hexe sei und natürlich will sie erstmal nicht glauben. Doch sie kann auf einmal Geister sehen und wenn man Geister sehen kann, dann ist ja nicht ganz fern, dass man halt nicht ein normaler Mensch ist. Und plötzlich muss sich halt mit diesem Gedanken anfreunden und das ist wieder so ein richtig typisches Buch für mich. Und zwar habe ich gerade Bitter and Sweet beendet von Lea Harris. Und mit diesem Buch habe ich so mein erstes richtiges Hexenbuch gelesen, konnte mich richtig damit anfreunden, was einfach so anders war, aber wieder. Meine ganze komplette Meinung erfahrt ihr dann in der Rezension, die verlinke ich mal. Erfahrt. Das nächste Buch erscheint natürlich auch am 2. Mai, wie soll es anders sein? Und zwar geht es hierbei um Ein Akt der Grausamkeit von Patricia McDonald. Komm raus. Du bist am Single. Ich musste gerade kurz an was anderes denken. Und zwar geht es hierbei nicht um einen Protagonisten, sondern gleich um drei Protagonisten, beziehungsweise um meine ganze Familie. Denn... Hör jetzt mal auf!
Alles klar. Schrei mich nicht so an. Das hat es ja. Muss bestimmt so aussehen, als ob ich so ein richtiger Psychopath wäre. Ja, so wie dieser Typ. Jetzt rede ich. Alter, stopp, jetzt rede ich. Puh. Muss immer verdauen. Hauptsache, du schreist mich an und du musst das verdauen? Logik. Hierbei geht es nicht nur um eine Protagonistin, sondern gleich um mehrere Protagonisten, beziehungsweise um eine ganze Familie. Denn es geht um Hannah, Adam und die kleine Sydney. Und sie haben es geschafft, ihren Namen ändern zu lassen, beziehungsweise mit neuem Namen aufzutreten und in Philadelphia ein zweites Leben aufzubauen. Doch dann wird das Medieninteresse da irgendwie geweckt und sie landen in der Zeitung und es kommt ein grausames Geheimnis irgendwie zum Vorschein. Und was dieses Geheimnis ist und was auch immer da noch passiert, erfahrt ihr in dem Buch ein Akt der Grausamkeit. Auf jeden Fall hat sich das ganz interessant angehört und das Cover ist noch eigentlich ganz cool, außer dieser ekelhafte gelbe Rand. Ich hoffe mal, dass es nicht auf dem Cover auch so ist. Ich bin jetzt gerade irgendwie... Boah, du nervst mich gerade. Ich bin irgendwie voll impressed jetzt. Nee, ich bin so impressed. Lass meine Impression hier raus. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Kommen wir zum 9. Mai und zwar kommt da ein Folgeband raus, beziehungsweise ein, glaube ich, also ich glaube, es ist ein Abschluss einer Trilogie und zwar die 100 Heimkehr. Das ist der dritte Teil der Trilogie Heimkehr. Die 100. Achso, ja, weil es eigentlich The 100 ist. Ja. Wer es noch nicht weiß, in The 100 geht es um eine Gesellschaft, die nicht mehr auf der Erde lebt, sondern oben in Raumschiffen oder in einem Raumschiff lebt oder in einer, wie sie es ja in der Ark, auf der Ark lebt. Und langsam wird der Sauerstoffvorrat knapp und es müssten zum Testen 100 jugendliche Gefangene runter auf die Erde geschickt werden, um zu überprüfen, ob das Leben auf der Erde noch bewohnbar ist, denn sie sind dann nach einer, glaube ich, Naturkatastrophe irgendwie wieder auf die Ark, oder sind dann auf die Ark gezogen, sozusagen die Menschheit. Und ja, dann ist es jetzt der dritte Teil von dieser Buchreihe. Gibt es auch eine Serie, die ich abgöttisch liebe und wo auch gerade die dritte Staffel kommt, die ich aber immer noch nicht weitergeguckt habe. Ich bin irgendwie noch bei Staffel 3, Folge 4 oder so. Aber egal. Mir war das eine tolle, tolle Serie. Das Buch, erste Buch habe ich auch gelesen, hat mich zwar überzeugt, aber ich habe nicht so ein Bedürfnis weiterzulesen, weil ich eher auf die Serie stehe. Weil auch viel anders ist. Sehr gut, Eric. Ich gehe kurz was trinken, ich hab Durst. Mach du mal weiter. Oh! Super, Eric. Danke. Das nächste Buch kommt auch am 9. Mai raus und ist ein zweiter Teil, wobei ich den ersten Teil auch schon hier vorgestellt habe. Ich bin schon toll, ich weiß, danke. Und zwar geht es um One Moment in Time von Lauren. Hier will uns jemand begrüßen. Barnhold. Oh, warte. Barnhold, keine Ahnung. Im ersten Teil geht es auf jeden Fall um... Sagt Hallo. Hi, Tiger. Hi, Tiger. Um eine Klassenfahrt, wo kaputte Freundschaften irgendwie nochmal neu aufleben müssen und alles ziemlich dramatisch endet und ziemlich moralisch und tralala. Und jetzt im zweiten Teil wird es noch weitergehen mit der Moralapostel. Und ich habe den ersten Teil zwar noch nicht gekauft und nicht gelesen, aber ich habe vor, diese Reihe zu lesen. Weil, hat sich schön angehört. Hat hier alles für den Schritt. Ob das wirklich fokussiert ist. Fokussiert. Irgendwann. A-E-A-O. A-I-A. Kannst du mal aufhören mit deinem Und zwar. Das hast du jetzt schon zwei oder dreimal gesagt. Und zwar. Was soll man denn sonst sagen? Außerdem. Alles weiterhin. Hä, ja, aber und zwar ist so. Egal. Ist ja grün und hat Blätter drauf. Also ja. Ahornblätter. Ahorn. Das sind keine Ahornblätter. Ich glaube schon. Nein, das sind keine Ahornblätter. Dann halt nicht. Dann schreibt halt nicht. Uns in die Kommentare, was das für eine Blattsorte ist. Ja. Sie ist 15 Jahre alt und ihre Mutter,
Beziehungsweise das Gericht kommt. Gericht. Mhm. Hat's denn gut geschmeckt? Ich glaube, die drehe ich gleich auch noch in deinem Anwesen. Damit du das. Oh. Das hört sich ja ekelhaft an. Das heißt aber erfahrt. Das hört sich ekelhaft an. Du hörst dich ekelhaft an. Danke! Okay, ich fange nochmal neu an. Oh Mann, oh Mann! Oh, kennst du die Werbung? Oh Mann, oh Mann! So, ich oh Mann, oh Mann, ist der gut. So, ich fange da mal an. Nein, ich fange an. Wieso eigentlich? Das war natürlich in dem Buch. Das war jetzt dumm. So ein Oh-la-la. Oh-la-la. Machen wir erstmal mit. Hey, wo ist hier mein Necklock? Hä? Gelöscht. Was? Ha, verstehst du? Gelöscht. 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 Zersplittert. Bam. Ah.